Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Eternal Threads. In der letzten Folge haben wir viel erfahren und es hat viele Fragen aufgeworfen. War vor uns hier schon ein anderer Zeitreisender? Wenn ja, inwiefern hat er die Zeitlinie vielleicht schon manipuliert? Und gibt es hier wirklich Geister? Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Ich hoffe es. Und ja, beim letzten Mal hat Jenny ja auch Ben erzählt, dass sie schwanger ist. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen treu der Linie weiter. Ein neuer Tag, Montag. Morgens 7.15 Uhr im Wohnzimmer. Alright. Day 6, Monday, 07.15. Location, living room. Ich will einmal auf dein Handy gucken. Kann ich natürlich nicht. Wer ist da dran? Wer ist da dran? Hiya, Mum. Hello, love. To what do I owe this pleasure? Oh, nothing really. I've got an hour or so before I start my shift, and I know you're always up at the crack of dawn, so I thought I'd ring up the old homestead. See how the butler was getting on. A cheeky. You know we had to let the butler go. He had a terrible habit of stealing policemen's helmets. I thought that was Bertie. It was, dear. Well remembered. Well, they were my bedtime stories. Yes, and very enjoyable they were too. Better than Meg and Mog, anyway. Anyway, so what's new with you, Mum? Oh, not much. Your dad's talking about retiring again. Really? I never thought he'd retire. When? Well, he says, maybe a year, two. But then he wants to work on his handicap. Okay. What about you? You ready to hang up your stethoscope and spurs as well? Oh, I know plenty of life left in this old girl yet. Besides, I hate golf. I know. I don't know what he sees in the game. Anyway, I think the thing with your dad's retirement, though, is the practice. Well, can't you just get someone in? Well, he does have someone in mind, actually. Oh, good. Who? It's you. What? Really? Well, that's what he says. So, what do you think? Ist ja die Frage, ist die Praxis hier am Ort oder müssen sie davon umziehen? Aber ich denke mal, eigentlich ist es eine gute Idee, ne? Weil gerade jetzt, wo Jenny schwanger ist und so wie es sich anhörte, verdient er ja auch nicht genug Kohle im Krankenhaus, ne? So, wir machen erstmal, das ist nichts für mich. Well. If I was maybe 10 years older, then I'd jump at the chance, but now? I don't think it's really where I saw myself going. Oh, that's fine, love. I know exactly what you mean. I shall tell him he should start looking elsewhere. Sorry. Oh, don't apologize. You need to think of yourself and what you want to do with your career. Thanks, Mom. Oh, that's okay, love. So, how's Sarah getting on? Okay, ja, aber scheint eine sehr nette Mutti zu haben, ne? So, und natürlich werden wir das alles noch ändern. Hallo? So, einmal vorspulen. Und er wird auf jeden Fall darüber nachdenken und hoffentlich mit Jenny darüber sprechen. Well, I don't know really. I think I need to think about it. As well you should. And don't worry, there's no pressure. No pressure. That's easy for you to say. Now trust me, there will be no pressure from me or your father. I'll make sure of that. You just decide on what's best for you. Thanks, Mum. Tell him I'll get back to him. Will do. So, how's Sarah getting on? Ja, weil vor allen Dingen, er sagt ja selbst, oder sie meinte ja, das ist erst in 1 bis 2 Jahren, von da hat er ja noch genug Zeit. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass er mit Jenny darüber redet. Und nicht wie mit dem Brief, dass er ihr erstmal gar nichts davon erzählt. Okay, ja, wir gucken mal. Vielleicht macht er das ja schon gleich, ne? Badezimmer. Ist Jenny schon wieder am Kotzen? Ich hoffe nicht. Day 6, Monday. 07:31.
Location, bathroom. Nee, das ist Rackel. Okay. It's only an archer. Be cool. Relaxed. Aloof. That's it. Nailed it. Okay, sie scheinen ein bisschen nervös zu sein wegen der Ausstellung, ne? Wölke geht in sich. Ja, keine Ahnung, was. Das Fahrrad, ja, stimmt, wir hatten das ja geändert. Ich habe mich gerade gewundert, warum das Fahrrad wieder hier ist. So, komm hier. Bling, bling. Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, weitermachen. So, was können wir hier? So. Shit. Sorry. Ach, deswegen, warte mal. Wo waren wir? Hier, das wollte ich einmal. Was muss ich dafür ändern? Okay, das. Hier kann ich aber nichts ändern. Hier kann ich nichts ändern. Womit hängt das zusammen? Das könnte natürlich mit ganz vielen zusammenhängen, ne? Shit. Hängt das vielleicht hiermit zusammen? Wir probieren's mal. Wir müssen uns das nur merken. Wir müssen uns das merken. So. Ist das jetzt freigeschaltet? Nee. Das ist nicht freigeschaltet. Okay, dann schnell wieder ändern. So, das war das hier, ne? Naja, das war das hier. So. Ja, okay. Anscheinend können wir es im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, woran es jetzt abhängig ist. Von daher, wir machen mal hier weiter. So. Day 6, Monday, 08:32. Location, Ben and Jenny's room. Oh, was fotografiert sie da? Warte. Oh. Oh, brilliant. Okay, aber wahrscheinlich kein Geist. Nee. Thanks, Ray. So. Ja, warte. Soll ich nochmal Duckface machen? Nicht? Okay. Ja, okay, sie hat auf jeden Fall die Kamera, aber eine wunderbare Kamera. Naja, ich weiß nicht. Das sah schon ein bisschen oldschool aus, aber egal. So, ja. Immer noch Montagmorgen. Day 6, Monday, 08:46. Location, Hall. Oh, warte. Sieht sie jetzt vielleicht was? Warte. Ich glaube, sie fotografiert einfach nur wahllos, ne? In der Hoffnung, dass sie was einfängt. Oder? Ich weiß es nicht. Naja, sie fotografiert einfach nur wahllos, in der Hoffnung, dass später auf den Fotos irgendwas zu sehen ist. So sieht es zumindest aus. 43? Right. What if one of the things she thinks she's been seeing around the house is actually you? This could be a problem. Ja, und vor allen Dingen könnte das irgendwie irgendwas ausgelöst haben, dass hier schon mal ein Zeitreisender war und dass dadurch irgendwelche Anomalien freigesetzt worden sind oder ich, keine Ahnung. So, ich würde noch mal gucken, ob hier vielleicht jetzt neue Fotos, wahrscheinlich aber nicht, ne? Das hatten wir schon, nee.
Nee, hier ist nichts Neues an Fotos. So, hier können wir auch mal noch nichts machen. Okay. Okay, okay. So. Das hängt... Oh, warte. Das ist gar nicht so weit. Nee, ist doch weit. Oh Gott, ich glaube, ich werde hier noch ganz viel experimentieren müssen, damit wir die richtige Zeitlinie finden. So. Haben wir es jetzt freigeschaltet? Warte mal, wo waren das jetzt? Nee, haben wir nicht freigeschaltet. Shit. So, dann machen wir das mal wieder rückgängig. Wir machen wieder die Alternative. Gut. So, dann würde ich mal sagen... Ja, wir müssen halt das nehmen, ne? So, schon wieder Hinterhof. Natürlich. Day 6, Monday, 09:03. Location, Backyard. Ja, ich eile. So, Linda und... Jenny. What are you doing out here? Oh, I thought I heard something. Must have been a cat. And why the camera? Oh, it's something for a cat. Something arty? I think so. I don't really know. Oh, Rackels Puppe. Ja, warte mal, machen wir gleich, aber erstmal bist du ihre Muse. So, are you the great artist's muse? No, I don't think so. More like the great artist's dog's body. Dog's body. That's probably why you're chasing cats. Yeah, probably. Na, alles klar. So, dann machen wir natürlich auch die andere Seite. War bestimmt eine Katze. Ja, ja, komm, komm. Ich hab's eilig. So, und einmal vorspulen. So, was ist mit der Puppe? You know when Kieran was here? Yeah. I overheard him talking with Raquel about that doll of hers. Oh. Oh, right. And Raquel called the doll Megan. Oh. That was her friend, wasn't it? The one who died. Yeah, it was. I just thought it was odd. I mean, I didn't say anything, not in front of Kieran, but I thought I'd better tell you. No, I understand. Leave it with me. I'll talk to her about it. Okay. Thanks. No problem. Na gut, ich meine... Sie hat damals mitbekommen, wie ihre beste Freundin gestorben ist und das als Kind. Mein Amy ist ja nicht ungewöhnlich, dass man dementsprechend was aufbewahrt und ich finde das jetzt nicht ungewöhnlich. Na gut. So. Ben und Jennys Zimmer. Ben und Jennys Zimmer. Location. So. Sorry, Ray. I'm just on my way now. Yeah, I'll grab it now. Yeah, I'm still here. Didn't bust any ghosts, but I've left the camera in the dark room. Great. Well, I'll see you in about 20 minutes. Bye. So, warte. That note could prove very useful, 43. Let's hope it's still there. Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. So. Rackets Nachricht. Was? Aber... Hä? Das haben wir doch schon gelesen. Ich bin verwirrt. Das kennen wir doch schon.
Oder steht... Hä? Steht da irgendwas Neues? Nee. Da steht nichts Neues. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Die Nachricht haben wir doch schon gelesen. Warum sagt er mir dann jetzt dies? Die könnte wichtig sein. So. Day 6, Monday, 10:30. Morning, Neil. Morning. Do you know what time it is, Linda? Yeah, sure. It's 10:30. Oh, shit. I'm bloody late. Do you want a lift? Is that okay? It's fine with me. Go get dressed. I'll get the car started. You are bloody brilliant, you are. Hallo. Das weiße Kettchen. Hä? Weiße Kettchen. Hä? Weiße Kettchen. Wieso weiße Kettchen? Also irgendwie steige ich hier gerade nicht mit durch. Achso, das ist der Controller, der da so blinkt. Wieso weißes Kaninchen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, Küche. Day 6, Monday, 12:46. Location, Kitchen. Oh, Tom. Tom, alte Socke. Machst du da? Ist der Autoschlüssel runtergefallen oder? Are you okay down there? I just... What have you lost? Wedding ring. Took it off to do the dishes, then knocked it off the top and it rolled under here. Okay, I think I see it. Hold on a second. Almost. Almost. Got it. You got it? Yeah. Though we should probably stand up now. Okay. I was on my knees, about to give you a ring. Yeah, that is a bit fast, even for me. Yeah. Thanks so much. No problem. Alles klar da unten, ja. Manche Sachen weiß ich natürlich nicht, inwieweit die überhaupt relevant sind. Ich meine hier jetzt gerade, dass der E-Ring da runtergefallen ist, ja. Aber hilft uns das in der Zeitlinie? Oder ist das tatsächlich einfach nur irgendwelche Füllung für dieses Game? Sorry, dass ich das so sagen muss, aber manche Sachen machen nicht so wirklich Sinn. So. Hier können wir auch wieder irgendwas ändern. Irgendwas hier hinten müssen wir auf jeden Fall ändern, damit wir diese ganzen Sachen hier freigeschaltet bekommen. Das, das, das. Aber ich bin mir halt nicht sicher, welches. Es kann ja in dieser Linie so gut wie alles sein, was wir an Entscheidungen getroffen haben. Es könnte das sein, das sein. Das, 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 das. Ja, oh Gott. Oh Gott, und guck mal hier. Oh, wir müssen das irgendwie... Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als wenn wir erstmal jetzt hier ein bisschen experimentieren, oder? Okay, wir fangen mal... Das hatten wir, glaube ich, schon. Dann würde ich mal als nächstes das ändern. Okay, wegen der Puppe. Wir ändern es mal. Das hat nichts freigeschaltet, nee. Das was... sorry, scheiße. Nee, das wollte ich nicht. Nee. Nee. So, warte mal, was haben wir jetzt frei? Genau, das war's. So, das ändern wir wieder um. Dann können wir hier noch was ändern. Hinterhof. Röckeln Sie Tom in den Keller gehen und... Ja. Alternativ.
Das hat ja auch nichts freigeschaltet. Okay, das ist es definitiv auch nicht. So, das heißt, wir ändern das wieder ab. Genau, genau, genau. So, wie sieht es denn hiermit aus? Das ist auch alles nicht. Die Frage ist natürlich, müssen wir vielleicht sogar mehrere Sachen ändern, damit wir die Sachen freischalten? Das ist natürlich jetzt die Frage. Nee, warte mal, was hatten wir denn jetzt eben? Genau, das hatten wir. Okay. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Bin mir echt nicht sicher. So, ich würde sagen... Aha, aha. Okay, ich würde sagen, wir kümmern uns hier später drum. Ich muss erst mal sehen, wie wir das alles freischalten. Day 7, Tuesday, 08:30. Location, bathroom. Okay, so what are you gonna do? Leder geht in sich, aber weswegen? Also wegen dem, wegen der Trennung von ihrem Mann oder so? Wir haben sie ja gerettet, also ich hoffe nicht, dass sich das nochmal anders überlegt. Okay. So, dann einmal in der... Oh, Dunkelkammer. Day 7, Tuesday. Dunkelkammer. Ja, 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 ja. Dark room. So. Wir könnten ja vielleicht was Interessantes rausfinden. Okay, sie entwickelt die Fotos von Jenny wahrscheinlich, ne? So it's not something on the lens? Don't think so. You can see through it, right? Yeah. And it doesn't appear on any other shots? No. Then it's probably not on the lens. Okay. That's weird. What? What is it? What the hell's going on? Well, to me, it looks like... the house is on fire? What? Well, just proves I was right. What do you mean? I always said you were hot. Right. Hat sie jetzt die Zukunft fotografiert oder was? Confirms it 43. It seems Jenny is definitely seeing glimpses from elsewhere on the timeline. Kind of like your visualizer, no? I wonder if there is a connection. Ja, tue ich auch. Oh, warte mal. It's probably best if we take these and remove them from the timeline. Better to be safe than sorry, especially when it comes to potential contamination. Ja, genau, hier sieht man nämlich, wie das Haus brennt. So, und was haben wir hier noch? Hier ist der Hinterhof. Aber das sieht eigentlich alles normal aus, oder? Ich kann hier nichts erkennen, was da... Oh doch, warte mal! Seht ihr das links auf dem Bild? Da ist irgendwie ein Schatten. Da ist irgendwie ein Schatten von einer Person. Ah. Ansonsten... Hier war aber nichts, ne? Ich kann zumindest nichts Eindeutiges erkennen. So, im Hinterhof war auf jeden Fall ein Schatten von einer Person zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Hinterhof. Wir werden wahrscheinlich zwar nichts entdecken, aber... Ne.
Hätte mich auch gewundert, aber es wird interessant. Es wird definitiv interessant. So, achso, wir müssen schon wieder in den Keller. Tuesday, 0925. Location, pool room. Oh, noch mehr Fotos? So, what is it? I don't know. I mean, there's definitely something on the negative. Could be double exposure. But it's only on the last two photos. Which is weird. Never seen anything like it. What did you see when you took it? I didn't see anything. Not really. I could just... It was like I was catching a glimpse of a sound or hearing a colour. Sounds a bit like synesthesia. What's that? Certain people's senses seem to be connected. So when they're listening to music, they might also see colours, or they can read a book and taste the words. Sounds like the effect of some drug. Well, yeah, but a lot of people have it all the time. It's just normal to them. Usually they're quite surprised when they find out other people don't. Okay, but that doesn't explain the photo. No, it does not. Ich würde gerne wissen, wie Rot schmeckt. Also ich glaube, dass es nicht allzu viele Leute auf der Welt gibt, die sowas könnten. So, ich brauche neue Tabletten. Schluss mit dem Zeug. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt richtig sein soll. Well, maybe I'm sensing something and maybe I'm not. Maybe there's something there and maybe there's not. But I want it gone. So I'm gonna get them to change my prescription. Are you sure? It could be a gift. If it is, then I don't want it. I'm returning it to the store. Fair enough. So, und wir gucken uns natürlich die Alternative an. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, was hier die bessere Entscheidung ist. I think I'm gonna need your help. Whatever you need. I'm gonna stop taking the pills. Well, they don't seem to be working anyway. Yeah, well, I'm not taking any others either. Okay. I'm gonna see what happens. But if I get overwhelmed or I can't tell what's real and what isn't, don't worry. I'll be there to catch you. So, aber vor allen Dingen, was sind das überhaupt für Tabletten? Hatten wir das schon rausgefunden? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So. Wie kriege ich diese ganzen Fragezeichen freigeschaltet? Oh, guck mal, hier ist auch ganz viel blau, ne? Oh, warte. Vielleicht hier? Hier? Okay, wenigstens hier mal ein bisschen was freigeschaltet. Nicht so viel, aber zumindest mal ein bisschen. Day 7, Tuesday, 0942. Location, Backyard. So, das sind wieder Raquel und Jenny. Ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, es wird ja immer irgendwie mysteriöser und ja, so richtig überschauen kann ich das Ganze hier nicht mehr. Na gut, Leute. Euch noch einen schönen Tag. Vergesst den Daumen nicht und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.